Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Dechert und hier ist Echtzeit. Nicht die normalen, regulären Folgen, die fangen wir nach Ostern wieder an. Im Moment haben wir kreative Pause. Aber einen kurzen Mutmacher, den habe ich für dich mitgebracht heute. Was du siehst, ist nicht die ganze Wirklichkeit. Das klingt ein bisschen verrückt in einer Welt, in der die meisten Menschen nur das glauben, was sie sehen und für die meisten Menschen nur das Bedeutung hat, was man irgendwie wissenschaftlich beweisen und messen und nachweisen können. Und als Physiker sage ich, das ist auch ganz gut so. Das hat uns weit gebracht, so die Welt zu sehen und zu begreifen, durch den Filter dessen, was wir sehen können und was wir verstehen können und wiegen und messen. Und als Christ sage ich gleichzeitig, wenn du, was du so von klein auf gelernt hast zu sehen, also die Äußerlichkeiten und die anfassbaren Dinge, das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Manchmal besteht der Unterschied zwischen Angst und Zuversicht, zwischen Furcht und Hoffnung, darin die unsichtbare Wirklichkeit sehen zu lernen, also sozusagen mit den Augen des Glaubens. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, in Kapitel 32 wird beschrieben, wie das Volk Israel einmal so dem König von Assyrien gegenüberstand, Großmacht der damaligen Zeit. Und sie waren hoffnungslos unterlegen, eine Niederlage schien unausweichlich vorprogrammiert. Aber dann, einer in Israel hatte gelernt, mit den Augen des Glaubens zu schauen. Und der hat ihnen Mut gemacht und hat versucht, ihnen die unsichtbare Wirklichkeit Gottes zu beschreiben, die er wahrgenommen hat. Und ich lese dir diesen Vers mal vor. 2. Chronik 32, Vers 8. Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem ganzen Heer, denn mit uns ist ein Größerer. Weißt du, das sollst du auch wissen. Für die Situation deines Lebens, in denen du dich ausgeliefert fühlst, in denen du dich sozusagen einer übermächtigen Armee gegenüber siehst, den Situationen, in denen du dich hoffnungslos unterlegen fühlst, wenn du Gott vertraust, sei getrost und unverzagt. Wenn du Gott vertraust, dann fürchte dich nicht und verzage nicht vor dem ganzen Heer, was du da vor dir siehst, vor der sichtbaren Welt, denn mit dir ist ein Größerer. Und mit dem würde ich jetzt gerne reden, ich würde gerne beten. Und wenn du magst, dann bete gerne mit mir. Gott, danke, dass du der Größte bist in dieser ganzen Welt und darüber hinaus. Du kennst mein Leben und die Situation, in denen ich gerade Angst habe und mich unterlegen fühle und überfordert fühle. Du siehst diese Armee sozusagen, die mir da gegenübersteht. Hilf mir, mit den Augen des Glaubens sehen zu lernen. Und wahrzunehmen, was auch Wirklichkeit ist, dass du bei mir bist, dass du mit mir bist und dass mit mir ein Größerer ist, als das, was mir gegenübersteht. Amen. Dieser Größere, dieser Gott, der möge dich segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.